Hallo und guten Abend. Ich hatte es ja in einem Kommentar zu einem Video von Bombardonius schon angekündigt, dass ich mich momentan so ein bisschen durch die Reihe der Tabake von Samuel Gavitz rauche und habe jetzt auch schon diverse Tabake probiert, den Full VA Flake, den Navy Flake, den 1792 Candle Flake oder halt auch den Squadron Leader. Hatte, glaube ich, in einem anderen Video auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Und bin jetzt vor ein paar Tagen auf einen weiteren Vertreter aus der Samuel Gavitz Tabakreihe, wie auch immer man das nennen mag, gestoßen. Und zwar auf eine Mischung, die ich so in diesem Verhältnis noch nicht kannte. Und es handelt sich dabei um den Commonwealth. Dieser Tabak besteht aus 50% in dampfbehandelten Virginias und 50% Latakia. Ja, jetzt werden einige sagen so, boah, so viel Latakia. Ja, so viel Latakia. Die schmeckt man auch, die riecht man auch und die kommen auch sehr deutlich zur Geltung. Und das ist einfach gut, meiner Meinung nach. Ich finde es gut und mir schmeckt dieser Tabak genial, also sehr gut. So ein paar Eindrücke während des Rauchens bei diesem Tabak. Also es ist schon so, dass diese Virginias, die haben gegen diesen Latakia-Anteil, naja, gelinde gesagt, so gut wie gar keine Chance. Es kommt eine gewisse Süße durch, die ist aber eher vergleichbar mit einem deftigen Ahornsirup, der ja eher so dieses leicht rauchige, dieses malzige hat. Und hinten dran irgendwo so ein Stück weit so eine herbe Süße kommt. Es ist so, wenn man die Pfeife anzündet bei diesem Tabak, es ist am Anfang ziemlich bitter, finde ich zumindest. Das legt sich aber zum Glück nach zwei, drei Zügen. Und dann ist es wirklich so, dass dieser Rauch ist sehr cremig. Also ich kann es nur vergleichen damit, als ob man einen Marshmallow im Mund hat und den ganz langsam zergehen lässt. So ein ähnliches Gefühl ist das, nur halt nicht so süß. Er kommt sehr malzig daher. Also das ist so eine Mischung aus wirklich so ein herber Malzaromen, dunkle Schokolade oder dunklen Kakao, wie man ihn halt zum Backen verwendet, diesen ungesüßten. Und es erinnert mich auch oftmals so ein bisschen an diese schwarze Kruste, die man öfter mal hat, wenn man so ein scharf gebackenes Roggenmischbrot oder ein Roggenvollkornbrot sich beim Bäcker holt. So ein Aroma ist es halt. Also es ist wirklich nicht viel Süße dabei. Es ist eher so die deftigen, die derben Aromen, die dort im Vordergrund stehen. Und das so von vorne bis hinten. Also es ist so, dass er zwischendurch zwar etwas variiert, aber dank des Latakia-Anteils ist er relativ gleichbleibend, was mich aber auch genauso wie beim Hollis Discovery überhaupt nicht stört, sondern es ist völlig okay, also meiner Meinung nach. Riechen tut der Tabak, klar, Latakia-typisch, also es ist eher schon so ein bisschen wirklich in Richtung abgebrannter Dachstuhl. Wobei auch hier, ähnlich wie beim Hollis Discovery, bei mir wirklich so ich weiß nicht warum, diese komische Assoziation immer zutage tritt von dieser zerlassenen Butter. Also wahrscheinlich dieses cremige oder dieses, wenn ich irgendwann mal einen vernünftigen Vergleich dafür finde, werde ich ihn euch mitteilen. Aber momentan muss ich mich darauf beschränken. Ich kann es nicht anders sagen. Also, er riecht etwas ledriger und noch eine ganze Ecke rauchiger als zum Beispiel dieser Hollis Discovery. Das ist so meine Vergleichsreferenz. Er hat ein wunderschönes Tabaksbild. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erkennen kann. Also das ist diese hellen Virginias zwischen den etwas dunkleren Virginias. Und dann halt ja, diese schwarzen Anteile an Latakia. Soweit wie ich weiß, ist es wohl zypriotischer Latakia, der hier verwendet wird. Allerdings muss ich dazu sagen, er ist bei weitem nicht billiger
bissig oder zickig oder irgendwie sowas. Also ich habe den Tabak jetzt ausschließlich ohne Filter geraucht und er umschmeichelt die Zunge. Da ist nicht einmal irgendein Ziehen, Beißen, Brennen, Pieksen, wie auch immer man das nennen mag, da ist gar nichts. Selbst wenn man ihn mal etwas heißer raucht oder so, da passiert überhaupt nichts. Das ist einfach nur ein weiches Gefühl im Mund, was man dort bekommt. Natürlich mit den diversen Aromen, also diesen typischen Latakia-Aromen, die hier zuhauf auftreten, gespickt, aber eben halt sehr zungenschmeichlerisch oder doch Gaumen, dem Gaumen sehr gut, sehr, sehr freundlich zum Gaumen. Ja, das sind so meine ersten Eindrücke nach ein paar Tagen von diesem Tabak. Vielleicht kommt mal irgendwann noch ein bisschen genaueres, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber er hat auf jeden Fall in meiner Tabakbar einen Platz erobert und den auch nicht gerade ganz weit unten, sondern doch eher oben. Weil ich bin halt doch eher so der Typ, der wirklich zu diesen, also ich esse auch gerne sehr deftig, kräftig und stark gewürzt. Ich esse auch mal gerne zarte Sachen und feinwürzige Sachen. Das hat nicht damit zu tun, dass ich ein Geschmackslegastheniker bin oder irgendwie sowas. Ich stehe einfach drauf und da stehe ich auch zu und das ist okay so. Und deswegen wahrscheinlich neige ich auch mittlerweile eher dazu, diesen etwas kräftigeren Tabaken oder geschmacksintensiveren Tabaken, zumindest soweit sie naturbelassen sind, den Vorrang zu geben, weil es mir einfach liegt. Ja. So viel dazu und bis die Tage. Tschüss.